Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute habe ich nochmal hier die Schlümpfe Wundertüte. Ich habe mir die nochmal mitgenommen und ja, möchte gucken, was da drin ist. Die hat jetzt hier 3,99 gekostet. Ja, Schweizer Franken 7,90 €. Benelux 4,50 €. Also für Spanien, Frankreich, Italien 4,99 €. Ja. Und so weiter und so weiter. So, mit den Schlumpfien, Extras und Magazinen. Also wird da auch wieder, werden da Hefte drin sein mit irgendwelchen kleinen, ja, Spielsachen, wie was von der Mickey Maus kennt. So, wir machen das Ganze jetzt mal hier auf und schauen uns das mal an. Ja, hier drinnen sind wieder zwei Hefte, ja, 3,50 € und 3,50 €, also für 7 €, für 3,99 € finde ich das gar nicht mal so schlecht. Gut, das ist jetzt hier von Februar, März 2015, also das ist schon ein Jahr her, und April, Mai 2015 ist auch nicht mehr das Neueste. Aber ich sag mal, wenn man sich die nicht regelmäßig holt, diese Zeitschriften, und ab und zu sich mal so eine Wundertüte sich gönnt, kann man damit ja schon nicht schlecht sparen. So, wir machen hier auch wieder erstmal das Spielzeug ab. Ah, das ist natürlich Mist hier. Da reißt das natürlich ein, das geht nicht so schön ab. Wie bei der Mickey Maus. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade, finde ich das. Ja, hier ist eine Figur drin, die gucken wir uns gleich an. Wir gucken uns erstmal wieder das Heft an. Das ist also genauso aufgebaut wie jedes andere auch. Ja, riesen Sammelspaß. Diese Figuren hier, die gibt es zum Sammeln. Wie viel haben wir denn da? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ja, ich weiß nicht, ob es nur 14 sind oder ob es sogar mehr sind. Könnt das mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Wer das weiß. Ja, und wie gesagt, aufgebaut sind alle Hefte gleich. Hier sind Comics von den Schlümpfen. Es sind immer wieder Comics von der besagten Dings-Serie. Egal, ob man jetzt Mickey Mouse, die Schlümpfe oder sonst irgendwas hat. So, hier ist ja so ein Ratespiel. Das hier ist ein, ja, Poster. Hier ist die Vorschau für Schlumpfine. Also es gibt nicht nur anscheinend ein Schlumpfbuch, sondern auch ein Schlumpfine-Heft. Ja, hier sind wieder die ganzen Comics. Hier sind wieder Rätsel. Ja, und hier ist die Vorschau für das nächste Heft, was wir hier haben. Also wie gesagt, die sind alle gleich aufgebaut. Hier sind 4 Postkarten noch dran, die man dann eventuell verschicken kann. So, und jetzt gucken wir uns mal diesen Schlumpf hier an.
wir haben diesen Trommelschlumpf. So, den Trommelschlumpf haben wir. Und jetzt gucken wir uns wie gesagt, die Hefte sind immer gleich aufgebaut. Hier mit den Comics, da drinnen ist dann hier so ein kleines Rätsel. Hier ist wieder ein Poster. Hier ist eine Vorschau für die Eukis, das Magazin. Weiß nicht, was das ist. Hier ist auch wieder so ein kleines Spiel. Dann geht es weiter mit den Comics. Und dann kommt hier wieder diese Rätselseite. Eine Vorschau für die Schlumpfine Zeitung. Dann hier wieder so ein kleines Spiel. Ja. Dann haben wir hier die Vorschau für das nächste Spielzeug. Und hier hinten haben wir wieder vier solche Postkarten, die man dann verschicken kann, wenn man es denn möchte. Deswegen sollte man das hier ein bisschen vorsichtig abmachen. So, hier ist also das zweite Heft. Hier war der Trommelschlumpf und jetzt gucken wir uns mal hier das an. Ja, hier ist das Netz, was ja, ich sage mal, nicht besonders hochwertig ist, aber für den Preis, gut. So, dazu gibt es zwei Flummis. Einmal hier den Papa-Schlumpf und einmal hier Schlaubi-Schlumpf. So, dann kann man dann wahrscheinlich hier, zack, die Flummis mit den Kescher. Gut, das war jetzt diese Wundertüte. Ja, schreibt mir es mal in die Kommentare, ob ihr solche Videos öfters sehen wollt, ob die interessanter sind als die Ü-Eier oder ob die nicht so prickelnd ankommen. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich werde dann schauen, was ich mache. Ich sage dir jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.